Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich habe gerade wieder ein paar Gegenstände zerlegt, um Materialien zu bekommen. Und damit können wir den Köcher upgraden. Und so wie es aussieht, ja, ist es denn das letzte Upgrade für den Köcher. Und er ist legendär. Geil. Das heißt, wie viel können wir jetzt tragen? Hier von 9, hier von 33 zum Beispiel. Aber Wenn ich die Hyäne finden will, muss ich mit Meret sprechen. Apollodoros Kontakt. Er ist Händler irgendwo auf dem Marktplatz. exakt das wollte ich gerade sagen. Danke, Bayek. Muss ich, ja, da wollte ich ja nicht viel zu ergänzen. Das ist die Sphinx. Würde ich mal behaupten. Die große Sphinx. Sie ist kleiner als erwartet. Ja, oder? Traumstele. Hier liegt die Statue der großen Chephren. Des Ruhmreichen, des Respektierten, des Schützlings von Re. Memphis und die großen Städte bewundern seine Geschichte und bringen seinen Ka große Opfer da. Da. Eines Tages, als die Sonne noch stand, kam Prinz Tutmosis hierher und ruhte sich in seinem Schatten aus. Als er träumte, sprach er großer Gott zu ihm: Sieh mich an, mein Sohn, denn ich bin dein Vater. Hieromotek Chebren Re Atum. Untersuch meinen Körper, der wie ein Sterbender den Verfall preisgegeben wurde. Die Wüste, die sich einst beherrschte, übersetzt sich mir nun. Vor allen Lebenden bewähre ich dir die Krone, wenn du mich von meiner Bürde befreit hast. Ich bin irgendwie ein Fragezeichen. Kommst du hier nicht hoch? Hier kommst du hoch. Ah, okay. Das Fragezeichen ist unter mir. Nicht nur das ist unter mir, das ist auch unter mir, alles klar. Das heißt, ich vermute mal, dass man in die Sphinx reinkommt. Oder woanders reinkommt. Ja, da unten sind noch Schätze. Ich vermute aber mal, dass man nicht einfach so reinkommt. Gerade die Sphinx ist ja was Besonderes. Vielleicht hat die irgendwas mit späteren Quests zu tun. Vielleicht sowas wie, wenn wir alle Pyramiden durch haben, können wir in die Sphinx rein oder keine Ahnung. Irgendwas sowas wird schon sein. Ich lasse mich überraschen. Nicht wegreiten, nicht. Nee, 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 nee. Oh Gott, jetzt reitet der weg. Shit. Jetzt geht er wieder in die Richtung. Willkommen bei Merets Waren, Reisender. Nun, was denkst du? Schund. Dann verschwinde. Ah, ich bin nicht fertig. Bist du blind? Mehr habe ich dir nicht zu zeigen. Aber du kannst mir etwas sagen. Über die Hyäne. Ah, amüsant. Das ist zufällig das Teuerste, das ich anzubieten habe. Sehr amüsant. Lieferung nach Bezahlung. Okay, 100 Drachmen ist ja nicht viel. Hast du genug, um ins Geschäft zu kommen? Hier, deine absurde Gebühr. Was kannst du mir sagen? Nun, Hyäne ist nicht ihr richtiger Name. Ach.
Schon gut. Ein misslungener Versuch, lustig zu sein. Wo kann ich sie finden? Ihr Name ist Halicet. Ein Gefallen. Ein paar Kunden haben nach einem Streit mein Pferd mitgenommen. Aber ihr Name? Eine sie Frau. Lagern in einem Steinbruch südlich von hier. Nimm meine Männer. Bring mir mein Pferd. Und ich sage dir, was du wissen willst. Es ist mir schleierhaft, wie Apollodorus dich empfehlen konnte. Okay, erstens, ich glaube... Du holst es mir zurück. Wenn Apollodorus weiter meine Dienste in Anspruch nehmen will. Okay, erstens, ich glaube, 100 Drachen sind gar nicht so wenig für damalige Verhältnisse, wenn man überlegt, dass wir beim Plündern teilweise so 1 bis 2 bekommen. Für uns ist es halt wenig, wenn ich überlege, dass ich 16.000 habe und hier den ganzen Schund noch, also knapp, na, über 20.000 habe ich eigentlich. Und die zweite Frage, die ich mir gerade gestellt hatte, ist die Hyäne eine Frau? Weil die Hyäne, aber er hat sie gesagt, deswegen, da war ich gerade verwirrt, aber das Bild hat es gerade bewiesen. Wir sehen, Ziel, die Hyäne, Kalists. Auf den Hochebenen von Gizeh durchstreift ein Mitglied des Ordens mit dem Namen die Hyäne eine karge Landschaft. Gerüchte von Toten und Verschleppten ängstigen die Bewohner. Zahlreiche Relikte, Gräber und andere Mysterien liegen unter dem Sand verborgen, während sich Händler, Grabräuber und Banditen gegenseitig bekriegen, doch in einem sind sie sich alle einig, die Furcht vor der Hyäne. Wo muss ich hin? Hier hin. Ist gut, weil hier ist noch ein Fragezeichen für mich. Genau. Nee, ich will mein eigenes Pferd. Wo wieder das Pferd gewechselt? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Pferde schneller sind als die Kamele. Bist du ein Freund von Meret? Irgendwas wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich es vergessen. Nee, und mir fällt es auch nicht mehr ein. Shit. Ach, du bist der Freund. Ich wollte gerade sagen, Merit hat seinen Männer angewiesen, dir zu helfen. Das Pferd befindet sich im Hügel des südlichen Marktes. Wow. Die Sache ist, die eigentlich brauche ich deine Hilfe nicht. Ich glaube, du wirst nur erlassen. Wird schwer bewacht. Okay, da ist das Pferd. Da, hier ist wahrscheinlich der Schatz oder einer der Schätze. Nein, hier ist ein Eingang für wahrscheinlich den Schatz, der sich, ja, Senno, komm schon. Nee, da ist noch ein Eingang. Da ist ein Schatz. Okay, ein Schatz fehlt noch. Okay, jetzt haben wir alle. Manchmal ist es praktisch, die Fragezeichen nicht erst zu machen, wie man jetzt sieht. Sonst hätten wir wieder diese Festung jetzt zweimal machen müssen. Sag mal, bist du nicht zu alt für solche Spielchen? Und tschüss. Was ist das denn hier? Okay, mit so einem großen Unterbau habe ich gar nicht gerechnet. Es ist Zeit für dein nächstes Leben. Was? Wo kommst du denn jetzt her? Wo ist jetzt eigentlich der Schatz? Da.
komme ich denn zu dem hin? Hier geht's wieder raus, schätze ich mal. Jo. Ah, hier geht's noch weiter. Fünf, sechs. Wenn man davon ausgeht, so viel ist es nicht. Sechs, und das sind große Schätze. Manchmal beim Plündern kriegen wir wirklich nur ein oder zwei. Daher 100 müssen halt schon recht viel gewesen sein. So, jetzt fehlt noch ein Schatz, ein Kommandant und natürlich unser Questziel. Ausprobieren. Das wollte ich nicht. Ich hätte die Fackel nicht gesehen. Ich töte dich. Oh, ich dachte, wir können schleichen. Das meine ich, mit Hilfe brauche ich hier nicht. Nicht fliehen! Stirb endlich! Ah, verdammt, schon wieder. Irgendwann schaffe ich's. Bastard, du entkommst uns nicht. Da bist du ja. Stirb, du Sau. Ah, da. Ich hab das Ziel in Sicht. Hey, was? Hm? Was ist das, du Ratte? Da ist das Pferd. Hey! Was? Stirb endlich! Oh, der ist schnell. Hat gerade den. Nee. Wer hat den gerade getötet? Hey, diesmal habe ich gedrückt. Verdammt, wir müssen aufholen. Geh aus, verdammt. Oh, shit. Ich brenne. Ja. Ich brenne. Hallo? So. Das wäre dann schon mal abgeschlossen. Dann brauchen wir nur noch das Pferd. Ja, ein, zwei Sachen kann ich noch mitnehmen. Bisschen Gold, bisschen Leder, bisschen Eisen. So, ich hoffe, du steigst jetzt hier mit auf. Hey, was? Das muss Merets Pferd sein. Leider hat er mir verschwiegen, dass seine Kunden Banditen waren. Wo ist denn unser Begleiter? Du? Nee. Oder ist der gestorben? Oh shit, ich hoffe nicht, dass er gestorben ist. Das wollte ich nicht.
Aber gut, für ein größeres Opfer. Wir wollen die Hyäne töten. Wow. Du bist zurück. Na, sieh mal einer an. Du hast verschwiegen, dass deine Kunden Banditen waren. War mir entfallen. Gut. Besser als meins. Solltest du nicht, das wäre deins? Ja, das ist es auch. Das hast du gut gemacht, mein Freund. Halte dich an die Abmachung. Ich stehe zu meinem Wort. Aber ich muss dich um noch etwas bitten. Ach, ich habe genug. Also gut. Die Hyäne lebt in einer Höhle, gleich hinter den Hügeln. Tag und Nacht läuft sie durch die Wüste und sammelt Kieselglas. Die kostbaren Tränen der Götter. Was mit jenen passiert, die sie dabei stören, bleibt besser ungesagt. Wenn das noch eine weitere sinnlose Jagd ist, treffen nicht nur meine Worte auf deine Ohren. Tausendfach versprochen. Ich habe keinen Grund, dich zu täuschen. Stirb nicht da draußen! Ja. Hey! Das ist mein Pferd! Man kann nichts stehlen, was schon gestohlen wurde, Miret. Ja, Bayek. Bring das Pferd bitte für mich zu den Ställen zurück. Geil. Ich habe gerade so überlegt, so, naja, dann kann ich auch dein Pferd jetzt einfach mitnehmen. Aber dass es da noch eine extra Dialog für gibt, finde ich geil. Wow. Wo müssen wir hin? Da hinten. Bei dem Hyänenbau. Da, wo die eine Person schläft, oder was? Dann können wir ja gleich der Straße hier folgen. Da, wo wir schon mal waren. So ein Typ, Alter. Ich fasse es nicht. Oh. Also, ich überlege gerade, wenn die Hyäne da oben ist, da wo wir den Schlafplatz gefunden haben, in der letzten Folge, glaube ich. Naja, gut, ich überlege gerade, warum war denn theoretisch die Person nicht da und hätten wir sie dann nicht schon töten können? Aber anders gesehen, er sagt ja, dass die durch die Wüste wandert, diese Kristallgedöns-Dinger da sammelt, die nebenbei, glaube ich, entstehen, wenn Blitze in Wüstensand einschlagen? Ich glaube, ja. Ich glaube, irgendwie so entstehen die Dinger. Daher die Tränen Gottes. War es damals wohl? Ich glaube, die entstehen, ja genau. Wenn Blitze in Wüstensand einschlagen. Ich meine, Sand, wenn erhitzt wird, weiß man ja, entsteht Glas. Ich glaube, so, Okay, Zenno. Hyänen sind auf jeden Fall wieder da. Stimmt, da hinten waren ja auch diese ganzen Gefängniszellen. Das waren wir tatsächlich schon in ihrem Lager. Kaliset.
Das ist also die Höhle der Hyäne. Aber keine Spur von Khaliset. Meret hat nicht gelogen. Ich muss herausfinden, wo sie ist. Ach, guck mal, und jetzt können wir hier die Sachen noch untersuchen. Irgendjemand scheint hier zu wohnen. Hier hat Khaliset geschlafen. Geschützt vor den Sandstürmen. Die Lotusblume der Wiedergeburt. Die hat sie sicher nicht ohne Grund gepflückt. Ich frage mich, wie sie die Hyänen zähmt. Ein Brief. Er trägt das Symbol der Schlange. Khaliset arbeitet mit dem Orden zusammen. Und sie wissen nicht, dass sie Kieselglas für sich behalten hat. Kieselglas. Was wäre das Risiko wert, den Orden zu täuschen? Eine Botschaft an Khaliset. Khaliset, wir haben lange nichts von dir gehört. Wir hatten längst weitere Relikte erwartet. Keiner der bisherigen Stücke hat irgendeinen Nutzen. Wir ließen dir weitere Drachmen schicken, falls du irgendwas auf den Märkten kaufen musst. Es wäre uns am liebsten, den Verdacht auf einen anderen Ort zu lenken, bis wir uns offen zeigen können. Falls dieses Kieselglas zur Neige geht, wie du behauptest, müssen wir einen neuen Fundort suchen. Wir erwarten, dass du einen für uns finden wirst. Schick dir eine Antwort über die üblichen Kanäle. Die Schlange. Was machen die mit dem Kieselglas? Also, das hören wir jetzt schon öfter, dass die Kieselglas suchen. Die, oh, wo bist du denn her? Die Leute vom Orden? Vom Templerorden? Oder wie man den hier nennt? Keine Ahnung. Ich glaube, irgendwas mit Magie mal. Also, irgendwas mit magischen Sachen ist so in meinem Hinterkopf, aber ich weiß es nicht mehr genau. Sie darf mich nicht kriegen! Warum sollte sie eines ihrer tollen Tiere einsperren? Ich will okay, nicht sterben! Hilfe! Hilf mir! Cheops Grab. Sie hielt jedes Detail fest. Ah, sie ist noch nicht fertig. Dort werde ich sie finden. Ich gehe zu den Pyramiden. Cheops-Pyramide, okay. Eine Zeichnung der großen Cheops-Pyramide, die vermutlich von Khaliset angefertigt wurde. Sie scheint besonderes Augenmerk auf das, auf etwas zu legen, das sich unter dem Grab befindet. Oh, also müssen wir in die Pyramide rein? Ein Glück war ich noch nicht drin. Cheops müsste die große mit dem goldenen Dings dahin sein. Genau, die da ganz hinten. Ich würde gerade sagen, die größte, aber wir haben ja scheinbar festgestellt, dass die beiden gleich groß sind. Aber Cheops war die mit dem goldenen Dach. Das weiß ich. Oh, schade, ich dachte, ich kann mit dem noch sprechen. Cheops Pyramide. Da können wir uns ja tatsächlich hinteleportieren. Nein, du sollst runter, nicht hoch. Und hier sind wieder Hyänen, die wir schon mal ausgeschaltet haben. Kann ich eigentlich mit dem Bogen von hier aus schießen? Nee. Das wäre geil, noch so während des Runterrutschens den Bogen zu bedienen. Hyänen. Khaliset muss da drin sein. Wo war hier der Eingang? Oh. Hier, oder? Hat. Ein Magi, der über viele Dünen lief, um dich zu finden. Versteck dich nur, Hyäne. Doch dieses Grab wird dich nicht schützen. Ich verlange, dass du aufhörst. Kehre jetzt um, dann verzeihe ich dir die Störung meines Friedens. Sie war aber eine Störung des Friedens. Was ich gerade überlege. Erstmal, wo muss ich lang? Zweitens, es gibt halt, wie gesagt, diese Quest, das Geheimnis der Pyramiden.
Teil 1, Teil 2. Guck mal, hier geht's nach unten. Hier bin ich wahrscheinlich richtig. Ob ich jetzt nur die Hygiene hier mache und dann wieder rausgehe, um zu gucken, ob ich später halt nochmal hier rein muss. Törichter Mensch, ich bin Isis, Bewahrerin der Magie. Hier leben die Götter und nicht du. Was für ein Spiel spielt sie hier? Also erstmal gehe ich natürlich dem Licht nach. Und es hieß ja auch, dass sie nach unten will. Also bin ich halt schon mal richtig, würde ich behaupten. Trauben habe ich hier gefunden. Lecker. Also lecker, weil das ein fucking Grabmal ist. Die wahrscheinlich schon seit ein paar Jahrzehnten hier sind. Hinfort! Osiris darf nicht gestört werden! Und warum bist du dann hier? Diese Barriere. Was soll sie schützen? Ketzer! Der Wachsame ist im Schlaf! Geh nicht weiter, sonst tränke ich diese trockenen Ebenen mit deinem Blut! Wo bin ich hier? Ein Grab unter einem Grab? Versteckst du dich hier, Hyäne? Erstmal... was ist das? Also ich habe schon so eine Vermutung, ich sag mal nichts. Alte Assassin's Creed Hasen wie ich werden auch wahrscheinlich dieselbe Vermutung haben. Welch grausamer Wahnsinn ist hier passiert? Ein dunkler Ort mit einem Fenster zu den Göttern. Was für ein Ritual will sie durchführen? Opfergaben für Osiris, den Beschützer der Toten. Seht ihr das? Diese... Das hat nichts mit Göttern zu tun, Bayek. Auch wenn die Menschen es gerne als Götter bezeichnen. Dieser Sarkophag ist mit den Zeichen der Mutterschaft verziert. Und überall diese seltsamen Symbole. Khaliset hat diese Symbole gemalt. Wollte sie ihre Bedeutung verstehen? Gut möglich. Deswegen ist sie hier länger geblieben, weil sie das hier wahrscheinlich gefunden hat und es versucht zu untersuchen. Noch warm. Und dieses rituelle Messer. Das war eine Opfergabe. Ich glaube, ich weiß, welche dunklen Absichten Khaliset hier verfolgt hat. Ich glaube nicht, dass du das weißt. Khaliset hat ein Ritual begangen. Zuerst rief sie Osiris mit diesen Opfergaben an. Sie hat die Gefangene mit einem Messer geopfert. Und ihr Blut hat sie für irgendein dunkles Vorhaben aufgefangen. Sie hat versucht, aus diesen seltsamen Symbolen schlau zu werden. Sie muss sie in diesem Raum gefunden haben. Als sie die Symbole kannte, hat sie sie hier hineingeritzt. Und dann das Ritual mit einem letzten Gebet über dem Sarkophag vollendet. Khaliset scheint zu versuchen, einen Toten wieder zu erwecken. Aber wer liegt hier unten begraben? Öffne den Sarkophag. Ich weiß nicht, ob ich das schon machen soll, hier mit dem Ding zu interagieren. Ich öffne erstmal den Sarkophag. Hinten sind überall noch Dinge zum Plündern, ist aber nicht so wichtig. Wo ist überhaupt Khaliset? Ist leer.
Ein Kind. Nee. Mein Kind! Dein Kind ist tot? Ist es nicht. Sie ruht nur vorübergehend. Du hast ihre Wiedererweckung gestört. Und doch verbündest du dich mit dem Orden. Zerstörst das Grab. Khaliset! Sprich meinen Namen nicht aus. Deine Lippen sind meines Namens unwürdig, du, der sie entehrt hat. Ich bin eine gute Mutter. Hia! Du bist mir nicht gewachsen, Wüstensohn! Okay, jetzt muss ich hier hinterher, aber ich will trotzdem wissen, was passiert, wenn ich mit diesem offensichtlichen Artefakt der Urmenschen, die vor uns da waren und so, bla bla bla, ihr wisst schon. Neuübertragung, Segment 3. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 95 Tage vergangen. Der Bote spricht. Du fragst dich sicher, warum ich dich kontaktiere. Es steht geschrieben, weißt du, dass du kommst. In genau diese Kammer. Zu genau diesem Zeitpunkt. Die Wände erzählten deine Ankunft, als wir einst waren. Sieh sie dir an. Sind sie nicht fasziniert? Und wie diese Floach Mirtgand? Diese Wände erzählen eine tragische Geschichte. Eine Geschichte, die wir auf unsere Bauwerke und Artefakte schrieben. Eine Geschichte, die wir nicht ändern konnten. Ein Mysterium, das sich uns demonstrativ verwehrte. Wir versuchten es, unsere Wissenschaftler und Forscher, Poeten und Physiker, helle Köpfe, rebellische Herzen. Sie alle bemühten sich, etwas zu verändern. Wir alle versagten. Keiner konnte ändern, was wir entdeckten. Die Geschichten, die in die Wände dieser Räume geschrieben sind. Von wem, wussten wir nie. Wir wissen, dass sie von der Zukunft erzählen, die ist, der Zukunft, die war und der Zukunft, die noch kommt. Und hier schicke ich... Wir konnten keine Zeile verändern. Wir konnten keinen einzigen Punkt hinzufügen. Es war klar, wir sollten bestenfalls Boden sein. Aber Boden für wen? Für dich. Wir haben die Fähigkeit, diese Geschichten zu lesen, aus deiner ursprünglichen Vorlage entfernt. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss die Lösung finden. Dies waren Brutus' Worte, als er das Gewölbe unter dem Kolosseum besuchte, vor mehr als 2000 Jahren. Er malte das Gewölbe, skizzierte es so gut er konnte, aber er konnte nichts sehen. Genauso blind wie du. Du liest vielleicht deine Uhr, wohl auch Sanduhren und Kalender. Doch du begreifst nichts, was über diese primitive Oberfläche hinausgeht. Derzeit übersiehst du noch die wahre Auslegung der Zeit. Und so geht heute der Vorhang auf. Und die Geschichte zeigt sich. Tragisch und vollständig. Du liest diese Wände vielleicht nie. Ereignisse spielen sich noch ab, wie sie geschrieben stehen. Doch etwas, irgendetwas muss sich verändern. Du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Der Leser hat keine Macht. Er ist nur ein Beobachter. Doch der Autor. Der Autor erdenkt die Zukunft. Dem Autor gehört die Zukunft. Eine Zukunft, in der Schädigende vermieden werden. Eine Zukunft, in der ein geliebter Mensch durch Hinzufügen eines neuen Kapitels wiederbelebt werden kann. Eine Zukunft, in der die Menschheit mehr ist als heute. Eine Zukunft, in der wir vielleicht
alle zusammen existieren können. Okay. Was ist das hier? Erstkontakt oder was? Kein Kommentar von dir, Bayek? Ich meine, das sollte jetzt für dich doch so aussehen, als würden die Götter mit dir sprechen, oder? Habe ich eigentlich? Ich habe den Apfel gar nicht mehr. Zack, ist das Leuchten weg. Okay, theoretisch müsste die Hyäne jetzt über alle Berge sein. Au! Au! Alter, wie schnell schießt die denn? Komm! Kämpf! Ich begrabe dich im Sand, du Narr! Wow! Nein! Aus! Aus! Okay, das war schmerzhafter, als ich erwartet habe gerade. Alter, wie ist sie hier so schnell hochgekommen? Der Wind frischt auf. Und nimmt den Sand mit. Oh, Sandsturm schon wieder? Wo muss ich denn lang? War ich hier schon mal? Hier muss ich hoch. Nun zeige ich dir, was mit jenen geschieht, die das Grab meiner Tochter entweihen. Ja! Oh, ist das denn ein Lebensbalken? Bossfight. Warte, wo? Da. Wie schnell kann die sich bewegen? Au. Oh, Mist, Mist. Verdammte Flammen. Du versuchst das Unmögliche, Khaliseth. Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen! Wo ist sie? Da. Nicht vom Weg abkommen. Alter, hält die Vieh aus. Alter, what the fuck? Das ist neu. Alter, wie schnell die schießen können, ist ja unglaublich. Hathor, schütze mich vor diesem Ketzer. Hathor? Ich komme nur wegen dir, Hyäne. Die Götter haben nichts damit zu tun. Du bist in Esches Ruhestätte eingedrungen, Wüstensohn. Du hast die Götter... Du besiegst mich nicht mehr, Jai! Ist dein Ernst? Komm und stell dich mir! Ah da! Wow.
Wandle ich nun unter den Toten? Noch nicht. Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein. Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Oh. Du hast ihn gesehen, oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Er ist nicht für uns bestimmt. Das macht nun keinen Unterschied mehr. Ich wollte meine Tochter beschützen, im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Sie ist allein im Gefilde der Binsen. Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben? Ich will nur meine Tochter zurück! Bitte! Die Hyäne. Mögest du deine Tochter im Jenseits finden, Haliset. Möge der Fürst der Duat dich leiten. Und der Sandsturm ist wieder weg. Na gut, dann haben wir das Grab ja wahrscheinlich nur einen Teil gesehen. Den anderen Teil machen wir, wie gesagt, später. Hoffentlich zusammen mit der Quest. Ich weiß, man kann sie halt jetzt schon machen. Das verwirrt mich halt so hart. Aber die andere ist hier. Die Quest ist hier. Oh, Moment, da. Hier unten, das ist nämlich, müsste Memphis sein. Ne, hier ist Memphis. Und hier ist die Quest, okay. Ich überlege jetzt, wie gehe ich weiter. Die Sache ist die... Da unten ist nämlich erst das. Okay. Wir haben hier noch ein paar Fragezeichen. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Und die nächste... Gegner. Den nächsten Attentat, den wir machen müssen, der ist nämlich hier. Das haben wir hier und hier. Das ist jetzt die Frage, wie laufen wir? Ich überlege, dieses Gebiet vorher mitzunehmen. So, wieder ein bisschen größer. Oder dieses Gebiet und dann über Memphis. Ich glaube, ich nehme ja dieses Gebiet hier mit. Da, wo auch die Pyramidenquest ist. Quest. Ach, die ist ja noch weiter unten. Da unten. Okay, dann würde ich sagen, tatsächlich mache ich dieses Gebiet. Und danach gehen wir nach Memphis, um das Krokodil zu suchen. Und machen natürlich auch die Quest hier. Auf dem Weg dahin holen wir uns natürlich noch die Fragezeichen, die überall sind. Hier. Und dann können wir gleich hier rüber gehen. Dieses Fragezeichen gehört hierzu. Okay. Dann. Aber im Ladebildschirm war gerade ein Tipp. Da stand, in Alexandria befindet sich ein Zoo, in dem es viele verschiedene und gefährliche Tiere gibt. Und exotische. Es gibt hier ein Zoo? Wo denn? Den will ich mir auf jeden Fall angucken. Aber wo? Ich schreibe den mir mal auf. Alexandria Zoo. Ich werde, glaube ich, mal googeln, wo der sich befindet, weil den will ich mal angucken. Vielleicht können wir da noch ein paar exotische Tiere aus dem Zoo töten oder so. Vorher gehe ich aber, wie gesagt, hier. Ach ja, genau. Und? Die Hyäne. Nach dem Tod ihrer Tochter war Haliset von dem Gedanken besessen, sie zurück ins Leben zu rufen. Mit Hilfe des Orns entdeckte sie eine alte Gruft,
von der sie glaubte, sie könnte Tote wiedererwecken. Die Hyäne hatte sich weit von der Realität entfernt und ihre Vorhaben unerbittlich verfolgt, so dass jede Seele in Gizeh unter ihr zu leiden hat. Tja. Habe ich die Endung gerade verschluckt. Ja, das ist eigentlich, ja, ich finde den Plan, den ich mir gerade gesetzt habe, eigentlich ganz gut. Dann mache ich hier dieses nächste Gebiet. Guck, was mit den Pyramiden auf sich hat. Ob ich... Hallo? Jetzt, so. Geh rüber nach Memphis, ist halt nicht so weit weg. Mach dort den dritten. Und der vierte, habe ich gesehen, der ist ziemlich weit südlich. Aber da können wir uns halt dann auch direkt auf den Weg machen. Halt alles, was zwischen... durch ist, natürlich mitnehmen. Aber nicht, dass ich halt erst irgendwie 10 andere Gebiete erkunde, bevor ich da hingehe. Also ich will es halt schon, will halt schon straight jetzt die Ziele machen. Das ist mein Anliegen. Aber ich werde halt trotzdem, wie gesagt, alles, was auf dem Weg liegt, mitnehmen wollen. Ist das Blaue hier im Wasser? Denn soviel ich weiß, gibt es, glaube ich, 5 Akte in dem Spiel. Und wir befinden uns, glaube ich, immer noch im zweiten. Und ich schätze mal, dass halt auch andere Gebiete was mit den zukünftigen Akten zu tun hat, deswegen. Komm schon. Ist hier nicht eigentlich noch irgendwo in so ein Phylakis rumgelaufen? Oder war der weiter südlich? Hm. Mir war so, als hätte ich hier einen gesehen. Stufe 25 oder so. Naja, gut. Darum können wir uns natürlich auch später kümmern. Ich glaube, hier unten war irgendwo das Krokodil. Dann werden wir uns halt von Memphis dann entweder hier rüber begeben oder hier lang. Mal gucken. Was ich jetzt mache, ich meine, wir sind schon wieder bei knapp 50 Minuten. Das sieht ja geil aus. Genau. Ich werde wieder ein bisschen was lesen. Wie gesagt, Ende der Folge. Mal gucken, ob es neue Informationen über Baal gibt, da wir ja jetzt auch das nächste Ziel getötet haben. Und ich verabschiede mich schon mal bei allen, die es nicht interessiert. Okay, bei den Notizen ist nicht mehr gekommen. Alles klar. Wir haben noch Oliver Geno. Oliver Geno war 2014 noch gesund und munter in Chicago, obwohl er 2013 als vermisst gemeldet wurde. Wenn man der Spur einer Kontobewegung glauben kann, hat er Mai 2014 alleine zu Abend gegessen und war zum Teufel... Und
Wer zum Teufel bestellt sich eine extra Portion Country Gravy? Hummersuppe, Mineralwasser, Chicago Pot Pie mit Country Gravy, Süßkartoffeln mit Mayonnaise, kalifornische Zinnfandel, was ist das? Im Glas, schätze ich mal. Filterkaffee mit warmer Milch, Georgia Mud Pie mit extra Schlagsahne und extra Kirschen. Trinkgeld nicht erhalten. Ich geb's zu. Es ist schwer zu sagen, was in dieser Szene passiert. Was ich in den Aufnahmen der Überwachungskamera erkannt habe, ist, dass das Nummernschild von Oliver Genos Mietwagen, zum Nummernschild von Oliver Genos Mietwagen passt. Entschuldigung. Und er scheint es zu sein. Aber, naja, das ist gelinde gesagt und nicht seine Schokoladenseite. Natürlich ist das alles Spekulation, denn die offizielle Version lautet, dass er es nie nach Chicago geschafft hat. Aber ich weiß es besser. Okay. Krass, man sieht hier jemanden, der jemand anders erschießt. Schön im Trenchcoat und Basecap. Empirische Fakten. Kisesh M-Sesh M-Enep. Neuübertragung. Ah! Das, was wir gesehen haben. Neuübertragung Segment 3. Zeitsynchronisierung läuft. Seit dem großen Katastrophe sind 95 Tage vergangen. Der Bote spricht. Ah, okay, das ist nochmal der Text. Alles klar. Ich fand interessant den Teil zum Beispiel mit Brutus. Vor 2000 Jahren. Also meint er tatsächlich vor 2000 Jahren? Das heißt 2000 Jahre vor Christus, weil wir jetzt gerade um Null rum sind. Ich glaube 46 vor Christus oder 47 haben wir gerade. Oder meinte er den Brutus, der ja jetzt zu diesem Zeitpunkt existieren müsste? Brutus, der ja Cäsar getötet hat. Der 44 vor Christus? Oh Gott. Das ist eine der Merkzeichen, die ich immer noch im Kopf behalten habe, vom Geschichtsunterricht damals. 44 vor Christus, Ermordung Cäsars. Würde halt auch passen, wenn man von der aktuellen Zeit 2017 ausgeht, vor 2000 Jahren ungefähr. Im Kolosseum, alte Rom. Wir haben ja tatsächlich in Assassin's Creed nur das Rom der Renaissance gesehen, also 14. Jahrhundert. 15. Jahrhundert, so in dem Dreh. Mich hätte auch mal interessiert, das Rom zu sehen, was zur Hochzeit von Rom wirklich existierte. Okay. Animus-Handbuch. Animus. Animus powered by Abstergo. Die Reise durch die Zeit. Okay. Die Reise in der Zeit. Oh Gott. Einführung. Die DNA ist mehr als pure genetische Information. Sie enthält auch Zettabytes faktischer und höchst historischer Daten, die wir genetische Erinnerung nennen. Das ursprüngliche Ziel des Animus-Projektes war es, die genetische Erinnerung in eine virtuelle Realität zu erkennen. Bahnbrechende Entdeckungen ermöglichen den Abstergo-Nutzern nun, die Geschichte selbst zu erleben und die Sachverhalte zu entdecken, die als für immer verloren galten. Die Software des Animus ist äußerst anpassungsfähig. Wenn sie die Erinnerung entfalten, passt sie der Animus an, um innerhalb der gegebenen Parameter eine individuelle Erfahrung zu gewährleisten. Die Erfahrung spielt sich im Bewusstsein des Nutzers ab und spricht dabei Reflexe und Fähigkeiten an, die im Körper des Nutzers vorhanden sind, ohne dass er sich dessen bewusst ist. Der Animus ist ein Fenster in die Vergangenheit und gleichzeitig eine Tür in die Zukunft. Folgen Sie uns und erfahren Sie mehr über die Entwicklung und Technologie.
Ja, wer Assassin's Creed noch nie gespielt hat, wird jetzt hier auf jeden Fall ein paar Informationen zum Animus bekommen. Wo alles begann. 1795 führte Philipp Zinckphysik in Philadelphia die ersten Bluttransfusionen an einen Menschen in der Medizingeschichte durch. Die Idee, Blut von einem Körper in einen anderen zu überführen, faszinierte den erfahrenen Chirurgen, doch seine Ergebnisse übertrafen all seine Erwartungen. Aus Angst, die wissenschaftliche Gemeinschaft sei noch nicht bereit für diese Entdeckung, gab er seinen unveröffentlichten Aufzeichnungen zu diesem Experiment seinen Kollegen und seinen Freunden Benjamin Rush. Physics, hieß er wirklich Physics? Physics Wissen geriet in Vergangenheit, als Pauling finanziert von den Rockefeller Stiftung die Geheimarchive der Library Company of Philadelphia durchforstete und auf die Notizen von Physik stieß, die von Rush weiter geheim gehalten worden waren. Paulings Arbeiten zur Hämoglobinstruktur basierte teilweise auf Physics vergessene Notizen und führte zu einer Entdeckung der Dreifach- und Doppelhelix. Okay, ich berichtige mich. Selbst Leute, die Assassin's Creed schon gespielt haben, kriegen hier nochmal Informationen zur Dings, zum Animus. Dr. Clinton B. Rosenberg wurde von Abstergo eingestellt, um Dr. Paulings Arbeiten zur DNA-Struktur genauestens zu überwachen. Er meldete seine Erkenntnisse direkt an die Leiter von Abstergo Chemicals. Diese Geschäftsbeziehung ging letztlich in die Brüche, aber die gesammelten Informationen erwiesen sich als enorm wichtig für Warren Willigs Animus-Projekt. Herr Direktor, 14. August 1852. Herr Direktor, wie besprochen informiere ich Sie über Dr. Paulings letzte Erkenntnisse. Anbei finden Sie einen Artikel, der für PNAS vorgesehen ist und in dem Strukturmodelle für die DNA vorgeschlagen wird. Ich erspare Ihnen die Details, aber Sie werden sein Modell der Dreifachhelix, die aus drei verschlungenen DNA-Strängen besteht, sehr elegant finden. Es ist ebenso brillant wie seine frühere Arbeit zur Proteinstruktur. Ich glaube, dass Abstergo Chemicals die Entwicklung der DNA-Wissenschaft besonders Aufmerksamkeit zugekommen lassen sollte, da diese vermutlich einen Schlüssel zur Lösung der letzten Geheimnisse des Lebens bieten wird. Bitte beachten Sie, dass sie nur zu gerne eine aktive Rolle dabei spielen würde. Dr. Pauling zu noch stärkere Forschungsanstrengungen zu ermutigen, falls Sie diese wünschen. Bis dahin möchte ich Ihnen danken, dass Sie mir die Geschäfte der Stiftung anvertrauen. Ich fühle mich geehrt, die Arbeit zu brillant Wissenschaft nutzen zu können. Freundlichen Grüßen, Dr. Clinton B. Roseberg. 18. Dezember 84. Herr Direktor, ich weiß nicht, ob Sie immer noch für Abstergo arbeiten. Manchmal, wenn ich die Alterserscheinung vereinnahm, frage ich mich, ob sie überhaupt jemals existiert haben. Ich bin so müde. Ich glaube, meine Zeit hier wird bald zu ein Ende finden. Wir sequenzieren inzwischen vollständige Genome innerhalb weniger Wochen. Wir stehen unter enormem Druck, um weitere Verzögerungen zu verhindern und alles in diesen Herrn Willig zu liefern. Wir machen hier momentan buchstäblich nichts anderes als Fleißarbeiten. Ich muss gerade überlegen, wann kam das erste Assassin's Creed raus? 2007, vor 10 Jahren. Spielte es auch 2007? Ich glaube ja. Das heißt, das hier sind knapp 23 Jahre vorher und das 63. Ich habe nur gerade überlegt, wenn Wittig, okay, Wittig war schon etwas älter. So eine Verschwendung. Ich bin nicht dumm, müssen Sie wissen. Selbst der alte Mann, der ich bin, hat gemerkt, dass unsere Herren etwas sehr Wichtiges suchen, das sich im menschlichen Genom verstecken soll. Sie scheuen weder Kosten noch Mühen, um meine Kinder
um meine Kinder mit der neuesten Technologie zu versorgen und ihre Produktivität zu steigern. Wie alle anderen hier auch, habe ich ab... Oh Gott, Entschuldigung. Ich rede zu viel schon. Wie alle anderen hier auch, habe ich absurde Gerüchte über Vidics Animus-Projekt gehört. Nämlich, dass unsere Gene die Erinnerung unserer Vorfahren enthalten sollen. Und dass Abstergo glaubt, diese Fantasterei, Entschuldigung, erklären würde. Warum sie viele Millionen von Dollar investieren, ziert werden und es gibt einfach keinen Sinn. Darüber hinaus habe ich nie eine zweite Probe mit einer Dreifachhelix gefunden. Mein Lebenswerk war für die Katz. Machen Sie es gut, mein Freund. Dr. Clinton B. Rosenberg. 84 hat er schon an dem Animus-Projekt gearbeitet. Krass. Okay, ich würde sagen, letzte Seite für heute. Die frühesten Konzepte für ein Animus-Prototyp kamen aus Abstergo Chemicals und erschien 1960 unter dem Namen Memorius S2000. Das Ergebnis war recht mager und der Prototyp kam nie über die ersten Planungsphase hinaus, obwohl es Vereinbarungen mit der US Army gab, um eine Version der Memorium innerhalb des Projektes MK Ultra zu testen. Krass, in den 60ern schon. Also in 60 schon. Lüften Sie die Geheimnisse unserer Vergangenheit mit Abstergo Industries. Krass. Okay. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.